Herzlich willkommen auf OKAWA TV zu einer weiteren Runde FIFA Ultimate Team. Ja, jetzt haben wir mal schon was wir zu machen. Wir haben unser nächstes Spiel gegen eine Mannschaft. Keine Ahnung, wie gut die ist, weil letztes Mal haben wir, glaube ich, ein paar Spieler verletzt sich. Wenn ich das richtig weiß. Und deswegen werden wir es mal probieren, alles Mögliche dagegen zu tun, dass wir nicht verlieren werden. Ich hab, es kam jetzt die Woche zwar auch keine Videos, weil ich auch beschäftigt war. Aber jetzt kommen ja wieder Videos. Zack, Pum, Form, du mal diese kleine Hure. Es gibt eine Ecke. Wir hätten vielleicht passen sollen. Gut, jetzt. Und ein Kopfball. Yes, Kopfballtor, mein erstes Kopfballtor, seitdem ich FIFA spiele. Bestimmt. Ich habe noch nie in FIFA so ein geiles Kopfballtor gemacht. Meistens habe ich es immer verkackt. Hier nochmal der Treffer. So, schauen wir uns ganz kurz nochmal an. Scheiße, wir wollen weiterspielen. Gut, wir haben jetzt ein Tor gemacht. 1-0. Weiter geht's, würde ich sagen. Und da haben wir nochmal das klasse so. Toll vorbereitet und dann ist eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Muss ich sagen, läuft ja bei uns ganz richtig. Da zeigt, wir machen hier gleich immer weiter. Wir wollen den Spiel nicht weiter aufhalten. Zack. Ja, wir werden jetzt demnächst schon mal eine Miniature-Karriere anfangen und mal gucken, was dort bei der Miniature-Karriere alles so abgeht. Yes! 2-0. Pum, pum. Fickt euch. Ja, haben wir richtig schön verwandelt. Aber gleich so früh so hoch, das ist ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich werden wir gleich noch. Wahrscheinlich werden wir richtig aufs Maul kriegen. Rodriguez. Wir müssen auch mal irgendwann aufs Maul kriegen, ja, weil wenn wir nicht aufs Maul kriegen, dann wird es ja ein bisschen langweilig. Aber egal, wir werden es vielleicht diesmal wieder schaffen. Wir probieren einfach ein schönes Spiel hinzulegen. Jetzt will er ihn den Ball abnehmen. Was anderes können wir auch nicht machen. Diallo. So, pass nochmal gleich, zack. Na, scheiße. Egal, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir sind voll die FIFA-Profis. Ja, wir können das gar nicht anders machen. Oh. Fick dich. Wenn es Tor gewesen wäre, gut. Mich freut es natürlich. So, also kommt wieder ein nice Kopfballtor. Kommt schon. Yes, schon wieder ein Kopfballtor. Also die Mannschaft ist ja gar nicht mal stark hier. Ja, schon wieder Kopfball. Fum, zack, rein. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. Ja, das stimmt schon. Wir dominieren gerade so ein bisschen nur. Aber dagegen können wir auch nichts machen, weil wir zu gut sind. Ja, wir sind einfach zu gut für diese Mannschaft hier. Schade, schade, aber nicht schlecht. Nächstes Mal trifft's vielleicht, gell, Junge? Ja. Ich mache wieder zwei Teile draus, immer die Halbzeit getrennt. Ich finde es eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn man einfach die Halbzeit trennt. Dann ist das ein bisschen unterhaltsam, dann kann man sich die eine Halbzeit da mal anschauen, die andere Halbzeit dort mal anschauen. Der Angriff könnte was werden. So, willst du den Ball haben, willst du den Ball haben? Oh! Das sieht jetzt richtig. No, da hat er leider ein Torchen reinbekommen. Oh, das tut mir aber leid. So ein bisschen nur. Hm? Nur so ein ganz kleines bisschen. Schon 4-0. Wir haben gerade mal 20 Minuten hier so voll. Also, super. Ah, gut, 20 Minuten waren gerade mal so schlecht geraten. Jetzt kommt ja bald Assassin's Creed raus. Dann könnt ihr euch auf Assassin's Creed auch mal freuen. Wird zwar wahrscheinlich ein sehr komplexes Spiel werden. Weil Assassin's Creed ist ja eigentlich immer sehr, sehr groß und ja. Da werden wir mal sehen, wie das so ist, weil ich habe jetzt von dem Non-Assassin's Creed noch keine richtigen Informationen. Halo kommt natürlich auch noch am Ende von Jahr. Super gelöst. Und auf Halo freue ich mich auch schon richtig drauf, auf Halo 5. Guardians, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Fremdkörper.
Aber zuerst muss ich mir für die One eine Speichererweiterung holen, weil ich sonst zu wenig Speicherplatz habe. Boom! Boom! Xbox aufzeichnen. Den Modus finde ich natürlich auch ganz schön, dass man das dann einfach immer aufzeichnen kann. Eine Mischung aus Können und Glück, dieser Treffer. Pushing. So. Ja, stimmt. Klar, er zielt schon in die Richtung, aber... Wie ihr gesehen habt, zack, reingehauen haben wir. Und dann rein. Das kannst du eigentlich nicht so wirklich planen. Das war schon gerade ein geiles Tor. Zack, zurückgepasst und einfach mal just for fun abgesungen. 5-0 schon, also... Wenn wir das jetzt nicht gewinnen, lassen wir die auch mal ein Tor reinmachen. Aber das löst er gut. So. Oh, schon wieder so langweilig, Junge. Schade. Egal, aber war doch schon mal nicht schlecht. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. So. Rodriguez. Ganz stark gemacht. Oh, komm, weil dann Thomas, ne, komm, schieß doch, komm. Ich habe jetzt mal mit Absicht nichts gemacht, weil ich wissen wollte, ob sie treffen. Aber Jungs, ihr seid ein bisschen zu schlecht. So. Und hier ein schönes Passspiel wieder. Zack. Jetzt ziehen wir das Spiel natürlich wieder in die Weite. Super Flanke. Mit der Flanke suchen sie Messi. Okay, das war jetzt ein bisschen scheiße. Ja, das würde ich auch mal sagen. Jetzt gibt es gelbe Karte. Dann halt, ja, siehst du, gleich die gelbe Karte. Hä? Oh, auch erstmal diskutieren. Ja, komm mal jetzt mal. Du. So, sag mal einfach, Chasse fand direkt aufs Tor. Alter! Oh, wäre das reingegangen, das wäre geil gewesen. Na, gar mal schlecht. Das lohnt sich. Ich fange danach auch gleich mal die Manager-Karriere an. Ich weiß der Große, welchen Verein ich schon nehmen würde. Und dann werden wir mal ein bisschen Manager hier spielen. Und jetzt der Schuss. Fällt das Tor. Ah, egal, wir sind sowieso am Gewinnen hier. Hat sich jetzt schon wieder die Sicht ein. Boah, ich steck dieses scheiß Kinect-Ding aus, als schüttet die Sicht. Ja, nach einer Halbzeit schon was ein. Ich bin Kinect. Ich stelle immer die Einstellungen um, weil ich fast verstehe, was nicht wahr ist. Oh, da hat er es probiert, aber ja, da an den Top-Spielern hier kommt keiner vorbei. Das war schon die erste Halbzeit, ging jetzt ja ruckzuck herum. Und wir sehen uns dann einfach gleich in der zweiten Halbzeit wieder. Bis gleich. Eine überragende Leistung von ihm bisher. 3 Tore in einem Durchgang. Das ist Wahnsinn.